Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Skin Giveaway. Direkt am Anfang sei gesagt, du musst das Video schon ganz anschauen, damit du auch mitmachen kannst, weil sonst weißt du halt nicht, wie du mitmachen kannst. Zuallererst solltet ihr auf keinen Fall vergessen, dass jetzt gerade Livestream ist. Ab 18 Uhr ist heute wieder Livestream auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr noch mehr Skins gewinnen und an Fewer Games teilnehmen, also mit mir zusammen spielen und so weiter und so fort. Schaut mal rein, wenn ihr Zeit habt. Ich denke, ich streame so bis 20.30 Uhr, 21 Uhr. Also jetzt halt circa 2,5 bis 3 Stunden. Also kommt ran! Jetzt sind wir live. Fangen wir an. Es geht wieder um 5 Skins. Darunter unter anderem die M41S Atomic Alloy. Die anderen teile ich euch auch gleich mit. Die ganze Sache funktioniert wieder ganz ohne Abonnement. Das heißt, wenn du jetzt ganz frisch hier bist und hier mitmachen möchtest, musst du mich nicht abonnieren. Du kannst mich natürlich abonnieren, wenn du möchtest, wenn du sagst, hey, mir gefallen seine Videos. Aber für dieses Giveaway muss man mich nicht abonnieren. Man kann auch einfach als Nicht-Abonnent gewinnen. Das Giveaway wird, wie das letzte auch, 10 Tage lang laufen. Und es geht wieder über die Aktivität. Das heißt, ihr habt jetzt in diesen 10 Tagen Zeit, so aktiv, wie es euch möglich ist, also wie es jedem Einzelnen möglich ist, auf diesem Kanal unterwegs zu sein. Videos gucken und kommentieren. Das war's eigentlich schon. Über die Kommentare sehe ich am leichtesten, wer aktiv ist und wer nicht. Ich kann auch für jeden Einzelnen prüfen, wie aktiv er ist und vor allem, wie lange er die Videos schaut. Also wenn ich mir bei jemandem nicht so sicher bin, wenn er halt immer nur Hi schreibt oder gutes Video und sonst nichts und so jemand dann in die Gewinnersektion rutschen würde, dann würde ich da erstmal noch überprüfen, ob er nicht einfach nur das Video anmacht, kurz kommentiert und wieder geht. So jemand kann natürlich nicht gewinnen. Am besten sind ganz normale Kommentare, ja, die man eben so schreibt, irgendwas zum Video. Oftmals stelle ich irgendwelche Fragen, die rumlarum. Meine Videos sind auch nicht allzu lang, also im Schnitt, glaube ich, 5 bis 10 Minuten. Das heißt, man kann sie sich, glaube ich, ziemlich gut geben und was ich so höre, sind es natürlich die besten Videos auf der Welt. Ja, das heißt, um hier mitzumachen, lasst ihr euch einfach ein bisschen berieseln, die 10 Tage lang, so wie es eben von euch aus möglich ist, ne, wenn ihr jetzt nicht jeden Tag irgendwas gucken könnt. Ist es vollkommen in Ordnung. Wenn ihr gucken könnt, dann vergesst halt nicht zu kommentieren und gewinnt die Skins. Es wird wieder 5 Gewinner geben, da es 5 Skins gibt. Wie gesagt, die Atomic Alloy ist am Start. Dann gibt es noch ein R8 Ember Fate, eine Nova Wild 6, eine StatTrak Glock 18 Ironwork und eine MAC-10 Oceanic. Natürlich zählt auch eure Aktivität in den Streams mit rein, also wer jetzt lieber in den Streams ist, anstatt die Videos zu schauen, kann das auch gerne machen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da kann man einfach dazukommen, da gibt es übrigens auch immer Skins. Das heißt, es gibt in jedem meiner Streams Skins für dich zu gewinnen oder für euch. Und ihr könnt mit mir spielen. Ja, also wie gesagt, einfach ein bisschen reingucken hier, schaut euch um, vielleicht gefällt euch der Kanal ja so gut, dass ihr sagt, ey, da bleibe ich, da ist es ja doch irgendwie ganz nett. Die Giveaways kommen bei mir jetzt im Moment so alle 14 Tage. Und ich lade jeden Tag ein Video hoch. Nur so als Randinfo. Und jetzt hört bitte genau zu, ich erkläre jetzt, so wie jedes Mal, wie man zu seinem Gewinn kommt, wie man überhaupt erfährt, dass man gewinnt. Das fuckt nämlich so oft hart ab, wenn die Leute andauernd fragen, sind die schon bekannt gegeben? In 10 Tagen. Plus, minus, eher plus 2, 3 Tage drauf, sobald ich Zeit habe, werden die Gewinner dann in irgendeinem Video von mir genannt. Das wird auf jeden Fall ein Counter-Strike-Video sein, keine Sorge. Aber ja, sie werden in einem ganz normalen Video von mir genannt. Das sind einfach nochmal so Aktivitätsschutzmaßnahmen gegen Skin-Geier, die halt nur reinkommen und sagen, ich will schnell Skin abstauben oder sowas, ja. Die können sich dann mal schön überfahren lassen, ja. Sobald das Giveaway zu Ende ist, werde ich, sobald ich Zeit habe, die Gewinner in einem Video von mir bekannt geben. Und unter diesem Video kann man dann schreiben, oh, ich habe gehört, ich habe gewonnen, sehr schön. Und dann sage ich, ja, du hast gewonnen, gib mir deinen Trade-Link, dann schickt ihr mir euren Trade-Link, einfach per YouTube-Kommentar. Und zack, schon habt ihr den Skin. Und ja, natürlich habe ich da auch Sicherheitsmaßnahmen. Man kann sich nicht einfach einen zweiten Account machen. Ich sehe das, wenn sich jemand einen zweiten Account macht. Also, alles cool. Ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Bis jetzt gingen die Skins immer an die richtigen. Es haben zwar schon so viele versucht, sich da irgendwie drum herum zu juckeln, aber es hat noch nicht geklappt. Ja, soweit sei eigentlich alles Mögliche gesagt. Das Giveaway geht 10 Tage lang, die Gewinner werden in einem Video bekannt gegeben. Ihr seid so aktiv, wie es für euch möglich ist hier. Ich freue mich natürlich sehr, wenn man sich alle Videos anschaut, beziehungsweise eben nicht nur Counter-Strike-Videos. Ich bin kein Counter-Strike-Kanal, ich war es auch nie. Ich habe zwar schon verstärkt Counter-Strike hochgeladen, als es gut gezogen hat, als Zugpferd, so wie auch andere PUBG gemacht haben oder Fortnite oder sonst was. Aber solche Spiele sterben irgendwann auch wieder, also zumindest YouTube-technisch. Und bei Counter-Strike merkt man, dass es immer weiter dahin gerafft wird. Das heißt, es wird auch immer weniger kommen. Irgendwann gibt es ein neues Zugpferd und dann setzt man da drauf. Hier noch als kleiner Zwischenwurf. Der Kanal war schon immer darauf konzipiert, dass man Zuschauer wird, wenn man gerne sieht, was ich mache. Also was ich jeden Tag so schaffe. Mit den Spielen oder auch, ihr wisst ja, ich mache manchmal Vlogs oder mache Musikvideos, renne irgendwie rum, bin lustig oder behindert oder sowas. Und darauf kommt es schon immer auf diesem Kanal an. Ich wollte den Kanal nie auf ein Spiel auslegen. Ich habe zwar immer mal wieder verstärkt was gezeigt, also weil es einfach zugpferdtechnisch gezogen hat. Aber so an sich, und ich denke, so komme ich auch am ehesten rum, ist der Fokus so auf, ja, auf mich gelegt. Man soll den Kanal abonnieren, wenn man das dann möchte, weil man mich gerne schaut.
Nicht, weil man gerne Counter-Strike sieht oder sonst was. Also versucht euch auf jeden Fall mit den Nicht-Counter-Strike-Videos anzufreunden, denn diese Videos sind eh deutlich besser als die Counter-Strike-Videos. Weil ich bei Counter-Strike keine großartige Kreativität in die Videos reinstecke, weil ich ja weiß, dass es euch bereits einfach nur wegen dem Spiel gefällt. Aber die richtigen Dummbabbler-Folgen, die gibt es dann bei den ganzen Trash-Games und Nebengames, alle Sachen, die ich neben Counter-Strike noch mache. CS ist für mich halt schon sehr ausgelutscht, ne? Ich selbst spiel's, ich weiß nicht, 15 Jahre oder sowas schon, also insgesamt Counter-Strike, das wisst ihr ja. Und CSGO-technisch habe ich wahrscheinlich schon mindestens 600 oder 700 Videos gemacht und dann ist dann irgendwann diese kreative Luft raus. Aus ein und derselben Sache immer wieder. Keine Sorge, es wird schon noch weiterlaufen. Und wenn es sich aufbäumt, auch gerne noch weiter. Aber wenn es aus wachstumstechnischer Sicht komplett verschwindet, dann brauchen wir das nicht mehr hier auf dem Kanal, weil es... Wisst ihr, was ich meine? Es ist dann sinnlos. Ja, soweit so gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Giveaway, Pipapo, Lirum Larum, Löffelstiel. Bis zum Stream. Ciao.